Hi, ich bin Enrico von Outdoor BW und in diesem Video möchte ich einfach mal Danke sagen, denn ich habe jetzt auch die 250 Abonnenten geknackt und das freut mich tierisch. Ich hätte ja nicht gerechnet, dass es überhaupt mal mehr wie 10 oder sowas werden. Ja, und deswegen ein riesengroßes Dankeschön an dich, an euch, an die, die schon von Anfang an dabei sind oder sehr lange, an die, die immer schön fleißig Kommentare schreiben und den Daumen hoch drücken, das freut mich tierisch. Ja, und deshalb gibt es auch dieses Mal wieder so ein kleines Giveaway. Ich habe hier noch einen zweiten Drangia zu Hause. Der ist noch nagelneu unbenutzt. Den gibt es zu gewinnen. Dazu gibt es noch einen Topfaufsatz. Der ist allerdings nicht von Drangia, aber funktioniert genauso gut. Passt wunderbar ein kleiner Topf oder ein Becher oder was auch immer drauf. Und dazu gibt es natürlich noch das Original Outdoor BW T-Shirt. Ja, was musst du tun, damit du dabei bist? Nicht viel, einfach in die Kommentare schreiben, jo, ich möchte dabei sein und du musst Abonnent von meinem Kanal sein. Das war's auch schon, mehr musst du nicht machen. Ja, so einfach ist das mit dem Gewinnspiel. Und für die, die es interessiert, kommt jetzt noch so ein kleines Kanal-Update. Denn ich habe in letzter Zeit ja nicht allzu viel Videos machen können. Das hat mehrere Gründe. Zum einen waren wir einfach mit unserem Camper unterwegs und ich glaube nicht, dass es so interessant ist, was ich auf einem Campingplatz mache. Des Weiteren war das Wetter auch nicht allzu berauschend, von dem her das als einen Grund. Dann musste ich für eine Schule noch Unterricht vorbereiten, denn wir hatten so einen Adventure Day, wo ich den Kindern einfach das Navigieren mit Karte und Kompass beigebracht habe. Das dauert natürlich auch Zeit. Ich muss eine Präsentation ausarbeiten, ich muss eine Route ausarbeiten und dann schließlich den Unterricht selber halten. Das ging am ganzen Tag. Das war auch ein Grund. Des Weiteren war ich auch sehr viel im Schwarzwald unterwegs. Allerdings nicht zum Wandern, sondern um Häuser anzuschauen. Denn wir suchen für unseren Verein noch so ein kleines Schwarzwaldhäuschen mit ein bisschen Wiese, ein kleines Stück Wald, dass wir von dort aus unsere Touren starten können. Wir möchten gern dort unsere Kurse halten. Von dem her ist das Video machen ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber das soll sich ändern. Ich hoffe, in nächster Zeit wieder mehr Touren und Videos raushauen zu können. Und ansonsten, ich hoffe, ihr bleibt weiterhin diesem Kanal treu. Würde mich freuen. Ich freue mich immer über Kommentare, über einen Daumen hoch. Und in diesem Sinne hoffe ich, man sieht sich im nächsten Video wieder. Ciao.